hier ist Ronja und Izzy und ich werden heute unser ganzes Leben lang durchleben oder so ähnlich. Wir sind fünf Jahre alt. Yay. Und wie man hier sieht, wir sind ungefähr so groß wie Cola hier, ja? Und wir werden, wenn wir wachsen, erfolgreich bald so groß sein wie sie hier. Cola. Wie Cola in 21. Selber ist 21 das Höchste, was du werden kannst, so wie ich das sehe. Ja, auch. Fiona und Max. Und dann kann man heiraten und ist für immer erfolgreich und vielleicht... Ah, ich hab's geschafft! Was? Ich ja, bin groß. Du schummelst. Ha! Schummel! Wie sind sie auf der Schaukel? Okay, ich sehe es nur im Hintergrund schon. Siehst du diese Achterbahn da hinten? Oh, hier ist eine kaputte. Wunderbar. Wunderbar. Was will man mehr? Heil. Jetzt. Warte, welche Tasse? Es steht auf dem Bildschirm. Oh Gott, meins sieht irgendwie nicht so gesund aus. Springen Sie hoch, du kannst. Ah! Habe ich. Jetzt wie oft hast du versucht, einen Überschwung zu machen? Ich mache nur Überschwünge. Ach so, im echten Leben? Gott, nein. Wow, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Karussell wird mir schlecht, ah! Leider. Und jump! Okay. Juhu. Sehr smooth. Okay, alles Gute alles zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist eingeebnet, das sagt man ja so. Das kennt man ja, ne? Eingeebnet wurden wir. Wir gehen jetzt. Und ich hoffe, wir kriegen einige Geschenke. Ich hätte gerne ein Taschenmesser. Und dann baue ich mir ein Baumhaus im Wald. Taschenmesser, alles klar. Geh rein, okay? Oh, guck mal, mein Bruder ist da. Mein Kumpel, Mom, Dad, Schwester. Los geht's. Und was krieg ich? Yay! Ein Basketball. Das ist kein Taschenmesser, aber okay, nehme ich. Ausfahrt. Okay, wie so ein Basketball. Guck mal, hier ist ein Basketballkorb, genau. Okay. Und? Hi, nice! Guter Schuss, du hast Durst. Das ist ja nicht untypisch. Ich als Profi-Basketballer brauche auch mal ein Getränk. Okay. Dann würde ich sagen, rauben wir jetzt den nächstgelegenen Supermarkt aus, oder? Ja, gute Idee. Machen wir gerne. Ich finde es ganz schön unverantwortlich. Du hast noch dabei. Du hast du auch. Achso, ja, das ist richtig. Dass unsere Eltern uns hier sagen, es ist okay, ihr dürft als Sechsjährige alleine einkaufen gehen. Okay. Guck mal, das gibt uns Geschwindigkeitsboost. Oh. Hä? Ich bin schon wieder eingeebnet. Sind wir jetzt sieben? Ja, wir sind sieben. Kaum haben wir unsere Basketball-Pro-Karriere gestartet, sind wir auch schon wieder eingeebnet. Das ist ja wild. Das steht immer noch, wir sind sechs Jahre alt. Yay, wir sind sieben! Yay! Öffnen Sie Ihr Geschenk! Was gibt's denn? Jetzt ein Taschenmesser. Öffnen Sie, als ob man einen Siebenjährigen sieht. Problem damit? Du hast ein Haustier. Oh, eine Katze. Ich gehe jetzt Trampolin springen mit meiner Katze. Das steht hier, ist mein logischer Lebensabschluss. Ich habe meistens auf dem Trampolin, gelegen und mich gesonnt bisher immer nur. Ehrlich? Ja. Oh, ich mochte Trampolin, aber wir hatten nie so ein großes, aber unsere Nachbarn hatten eins. Ah. Ja, das ist echt cool. Netter Springen. Ich finde, die Übersetzung ist schon auch sehr gut. Ich bin aufs Dach gesprungen aus Versehen. Aber ich gehe jetzt mit sieben in die Schule. Ist ein bisschen spät. Will ich ja nur mal sagen. Naja. Zur Schule! Trink ihn, ja. Oh, meine Beine sind schon länger geworden. Oh, meine Arme auch, sehe ich gerade. Du hast recht. Weil wir sehen schlanker aus. Wir sind schon eingeebnet. Zweimal sogar. Wow! Zimmer 101. Was lernen wir heute? Pinguine. Oh mein Gott. Mathe-Quiz. Sue hat wer hat 48 Pinguine? Ich habe aber die Antwort natürlich richtig herausgerätselt, weil ich Mathe... Also welcher Siebenjähriger kann denn Matheaufgaben rechnen, die nicht 1 plus 1 sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. Ich wurde auf jeden Fall wieder eingeebnet und bin jetzt 8 Jahre alt. Nein. Also. Oh. Da würde ich aber mal... Okay, wenn jetzt nicht das Taschenmesser kommt. Irgendwann will ich mein Taschenmesser. Ich mein's ernst. Oh mein Gott, das ist ein Fahrrad. Okay, das ist ein wirklich gutes Geschenk. Ja. Das ist in der Garage. Wo ist die Garage? Aber richtig. Hier ist die Garage. Oh, yeah. Oh, sau cool. Oh, meinst du, wir kriegen später das Skateboard oder dürfen wir uns das aussuchen? Oh ja, ich kann auch Skateboard fahren. Nice. Hier ist mein Fahrrad. Okay. Ich mache jetzt eine Radtour. Ich bin ein ganz schön langsamer Radfahrer. Ich auch. Ich bin aber schon bis zum Ende vorgefahren, weil ich konnte nicht warten. Vielleicht. Ja. So sind sie, die Achtjährigen, hä? Kaum sind sie eingeebnet, sind lebnet. Da. Fast da. Okay, über den Bordstein. Oh. Mhm. Ich bin fast. Nee. Fahrt zum Top des Little Bike Parks. Ach, lol. Das ist so schwer. Das ist ein Fahrradparcours-Ding. Ja. Au! Hingelegt.
Ohne Schutzhelm. Versuch mal mit dem Fahrrad da hochzukommen, das ist unmöglich. Das sehe ich als Herausforderung. Kannst du vergessen. Nee. Fast. Meine arme Katze. Darfst du es hochzukommen? Also ich bin gelaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gelaufen. Schummle. Okay, ich laufe auch, ganz ehrlich. Das versucht doch nichts. Ja, ich weiß, es ist unmöglich. Aber ich nehme das Fahrrad, um zurückzukommen. Okay. Alles Gute zum Nein! Easy, du glaubst es nicht. Ich bin eingeebnet. Du bist eingeebnet! Yeah! Ich bin jetzt auch da, zufälligerweise. Und ich will nicht gespoilert werden, was unser Geschenk ist. Sag ich dir auch nicht. Es ist, was ist das? Das ist ein Hundekopf. Was, du hast einen Hundekopf bekommen? Du hast ein neues Haustier. Ich habe einen Drachen? Ja! Was? Aber andere Frage. Na? Wer hat sich denn ausgedacht, dass man mit Haustieren immer aufs Trampolin soll? Also das wird mir jetzt ja hier immer als... Wollen die Drachen fliegen? Meinst du? Auch die Katze? Ja. Netter springen. Lass uns deinen Bumerang finden. Okay. Netter springen. Oh Gott, das ist kein netter springen. Das ist ein fünffacher Looping gewesen, den ich hier vollbracht habe. Und eine doppelte Schraube. Ich werde Turmspringer. Ich finde meinen Bumerang auch schon in meinem Zimmer. Okay. Und sowas wie ein kleiner Experte. Ja, wo ist er denn? Ist kein Bumerang. Ist weg. Du hast ihn schon geklaut. Schade. Habe ich das Dass schon? Du so selbstsüchtig wieder sein musst. Naja, schade. Ja, das ist ja wirklich schade. Da ist schade. Leider nicht genug Bumerang-Spaß für jetzt alle etwa da. Alle Schubladen aufräumen? Ja, das ist ja, das ist ja echt hart belastend, ne? Dass du da alle Schubladen aufmachst, anstatt einfach den Bumerang zu nehmen, der da in der Ecke liegt. Klicken Sie auf den Himmel, laufen und fangen Sie. Oh Gott, ich muss meinen eigenen Bumerang fangen. Soll der nicht zurückkommen? Ist das nicht so ein bisschen der Trick? Okay. Weiß nicht, funktioniert das wirklich? Also er wirklich? Kommt, er kommt. Oh, mein Drache hat eine Glitzerspur, das ist ja wild. Hier ist ein Bumerang, der fliegt irgendwo durch die Gegend. Ich hab ihn wieder. Ich hab den gerade auf den Boden geworfen. Wir wurden schon 10-mal eingeebnet. Ah, jetzt! Okay, jetzt habe ich endlich das Spiel gesagt, du hast genug Bumerang gespielt. Es reicht, du kannst es nicht, aber wir ebnen dich trotzdem ein. Hier, nimm dein Skateboard. Du hast dein Skateboard, es ist in der Garage. No way! Jetzt hätte ich es vorhin gesehen, hä? Ich bin übrigens schon da. Ich bin ja schon länger 10. Achso, okay. Naja, okay. Also, du hast mich geschubst. Bei mir steht als Quest immer noch, du hast ein Skateboard. Es ist in der Garage. Ich sage, ich soll in den Giant Skatepark. Oh, hier ist er. Riesiger. Oh mein Gott, der ist ja wirklich riesig. Okay. Der ist ja... Alter, guck dir das mal an. Boah. Da bin ich zwar erst frisch eingeebnet, aber da bin ich schon... Skate ich mit den ganz Großen. Ja, cool, okay. Oh Gott, das ist, also, vielleicht habe ich auch bald einen tödlichen Unfall, wenn das so weitergeht. Ja, dann werden wir nie wieder eingeebnet. Ja. Endlich nicht mehr eingeebnet werden. Okay, ich soll jetzt hier die nächste Rampe, die haben bestimmt auch Namen. Ride ihr Skateboard. Wenn ich so krass bin, ride ihr Skateboard durch Giant Skatepark, verfolgen. Ist ja klar. Ich komme nicht die Rampe hoch, ich brauche Schwung, glaube ich. Alter, sind meine Beine lang und meine Arme. Bin... Echt? Ja. Krass. Oh mein Gott, ich bin ein krasser Skateboarder. Sehr gut. Irgendwie, wo muss ich jetzt hin? Auf die Halfpipe hoch. Ah, hier hoch. Oh mein Gott. Alles Hast du klar. die Tricks gesehen? Oh, ich bin schon wieder gefallen. Ich bin aus der Welt gefallen und bin tot. Du bist jetzt eingeebnet im wahrsten Sinne des Wortes. Ich versuche nochmal die Halfpipe hochzukommen. Das ist unmöglich. Au. Okay, ich hatte, glaube ich, einen Unfall. Aber gute Nachrichten, ich bin immer noch auf dem Skateboard. Du bist wirklich tot? Ja, ich muss wieder das Skateboard holen. Easy, Achtung, aufgepasst. Ich spring jetzt... okay, du bist ja schon da. Ich spring jetzt die Rampe hoch. Achtung, okay. Schwung und... Oh, fast. Kriegst du es besser? Yes! Oh mein Gott, warum ist es so viel besser als Skateboard? Das sah nice aus! Ich gehe jetzt raus aus meinem Skateboard und renne die Rampe hoch. Ist mir jetzt auch egal. Zählt das? Ja, das zählt. Zufälligerweise. Okay. Manchmal muss man wissen, wann das Skateboard gewonnen hat. Okay. Heute cool. ist so ein Tag. Wenn du oben bist. Jetzt sag ich ja, wenn ich eingeben. Sagen. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist eingeebnet. Geh nach Hause für deine Party. Alles klar. Dann machen wir das. Wenn ich jetzt ein Skateboard hätte, könnte ich hier so schön runterfahren. Aber ich habe eine Schleuder. Wow, eine Schleuder. Ich schleudere dich an. Ich probiere es aus. Achtung. Ich schleudere dich ab. Okay. Ja. Okay. Nimm das. Okay. Yeah. Entweder ich schleudere es gut. Oh nee, ich schleudere einwandfrei. Hier, mein Bro, mein Friend, mein Buddy. Alle schleudere ich ab. Ich bin Terrorkind. Oha. Mama sagt, eek goofers.
Was? Warum sagt sie das? Verfolge sie mit deiner neuen Schleuder. Was? Meine Mutter, es steht hier. Ich soll meine Mutter verfolgen mit meiner Schleuder. Und ach, sie so, sagt, ich, Goofers. Ja, was natürlich. Auch immer das für eine Sprache ist. Was ist so? Ich kann hier niemanden verfolgen, der ist keiner. Weiß es auch nicht. Da ist ein Pfeil, aber der geht immer weg und dann. Also. Okay. Aber hier siehst du die kleinen Hamster, die. Ah, du musst die musst du abschießen. Die musst du abschießen? Ja, na sicher. Okay. Du musst mit der Schleuder treffen. Da sage ich auch immer, Ick. Oh, schön, das sollte sie für eine Weile fernhalten. Du musst ein bisschen runterzielen. Oh ja, schön, das sollte sie für eine Weile fernhalten. Dann gehe ich jetzt in den Vorgarten. Das ist cool. Und? Was gibt's? Weißt du, was wir jetzt machen können? Nein. Komm mal mit. Ich bin dabei. Warte, mein Drache, meine Katze hinter dir. Füttern wir die Tiere im Petshop? Ja. Oh mein Gott, hier gibt's Einhörner. Vielleicht ist der Drache gerne Einhörner. Und Hasen. Gehen Sie zu dem Haustier. Oh, wenn Sie mit dem Wechsel vom Haustier fertig sind, holen Sie Haustier. Ich will den Drachen behalten, aber ich will meine Katze würde ich gerne tauschen. Ah, ich habe ein Einhorn. Du hast ein Einhorn? Ich habe ein Einhorn. Ein Einhorn. Oh ja, jetzt habe ich. Okay. Du kannst dich auch ein Einhorn haben. Ich mache schon ein. Ich mache den Hund. Bam, Wachhund. Beiß dein Einhorn. Ist größer auch als dein Einhorn. Du kannst das Einhorn haben, wenn du willst. Nö, ich will den Hund. Okay, ich nehme das Einhorn. Ja. Jetzt hole ich Futter für meinen Drachen. Der isst nämlich gerne Fertigfutter. Dogfood. Okay, das schmeckt ihm gut. Ah, wunderbar. Ach, ich kann immer nur schleudern die ganze Zeit. Ah, okay, füttern Sie den Hund draußen. Kein Problem, Hund. Du kriegst Futter. Hier. Sei erfreut. Ups, du hast einen kleinen Kacker auf den Füßen. Ah, geh noch raus und wasch dich. Was soll das denn? Alles klar. Okay, okay, ich glaube, an dem Punkt können wir es beenden. Ich meine, besser wird es nicht. Wir haben den Hund, wir haben unglaublich viel Hundefutter und wir haben Kacke auf den Füßen. Ja. Mein Drache wacht über mich und speit Feuer. Und ich meine, 11-jähriger Geburtstag, wie kann es besser laufen? 11 ist das beste Alter. 11 ist das beste Alter. Und bevor wir nochmal eingeebnet werden. Und das schöne 11. Alter weg ist, das wäre ärgerlich. Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen und Isis Kanäle. Kanal. Ich kann nicht richtig reden. Kanal ist die Mehrzahl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.